Hallo miteinander. Ich beginne mit einer Entschuldigung, das mache ich nicht gerne. Aber ich wurde sehr kurzfristig, ich glaube, ich musste einspringen für einen ganz wichtig Politiker, der in letzter Minute abgesagt hat. Aber das habe ich gerne gemacht, aber entsprechend ist auch meine Präsentation etwas zusammengeschustert. Wenn wir von der Schnittstelle von UX und Regulierung, die ja nicht gerade so auf den ersten Blick naheliegend ist, dann muss man sich fragen, wo ist der Ort der Moral? Vor zwei Tagen war ich in Bern in der Kommission und da hat Roger Köppel, ich nehme an, die meisten kennen diesen Quasi-Politiker, und wir haben über das Freihandelsabkommen mit der Türkei geredet, was wir finden, sollte man allenfalls sistieren. Und dann hat Köppel gesagt, das sei doch typisch, da wieder mit Moral kommen, und Moral hätte doch nichts in Freihandelsverträgen zu suchen. Ich habe mich dann gemeldet und gesagt, ja, das sei jetzt doch ein bisschen ein absolutistischer Ansatz, den er da pflege. Oder da war der Ort der Moral im Kaiser, beim König, beim Fürsten. Er hat definiert, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist in modernen westlichen demokratischen Rechtsstaaten, haben wir Gott sei Dank den Ort der Moral in die Politik transferiert. Nämlich dahin, dass wir uns in demokratischen Prozessen darauf einigen, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist, und das in unsere Rechtsordnung gießen. Und deshalb sei es eigentlich so, dass er wahrscheinlich den falschen Job hat, wenn er glaubt, Politik hätte nichts mit Moral zu tun. Weil eigentlich machen wir nichts anderes den ganzen Tag, wenn wir regulieren, nämlich das gute Leben oder die Moralvorstellungen vom guten Leben, die Übereinkunft der Menschen, die allgemein anerkannt sind über richtig und falsch, in Gesetze gießen. Und das tun wir natürlich auch in der großen Blackbox, für uns die Blackbox, für sowohl für die Branche weitgehend eine Blackbox, für die Politik insbesondere eine Blackbox der digitalen Welt, sagen wir das mal so. Ich vermeide gern das Wort künstliche Intelligenz. Ich bin Neurobiologin von Haus auf. Es ist lange her, aber ich bin immer noch im Herz und auch in meinem Hirn Neurobiologin. Das ist ein Bild, das zeigt, das sind 100 Milliarden Nervenzellen in einem einzigen Hirn da ist. Das ist übersetzt so, dass die Rechenleistung in einem einzigen Hirn größer ist, als wenn man alle Rechner der Welt zusammenschaltet. Und das ist Natural Intelligence. Und wir sind doch noch weit davon weg, nur in die Nähe zu kommen von irgendwelche dieses wunderbare Ding. Und das Bild hängt in meinem Büro, das soll mich daran erinnern, dass dieses wunderbare Organ auch jeden Tag zu gebrauchen ist. Aber solange Netflix mir noch Vorschläge macht, das wäre auch noch für mich interessant, von Dingen, die ich schon längst geschaut habe und auf meiner Favoritenliste sind. Oder wenn Google mir auch noch 3/4 Jahre nach dem Kauf dieser Turnschuhe immer noch braune All-Star-Turnschuhe anstatt vielleicht mal
gleichfarbige Hosen oder so vorschlägt oder bewirbt, auf allen möglichen Kanälen, kann man guten Gewissens sagen, wir sind noch weit weg von irgendwelchen Artificial Intelligence in unserem Alltag. Entsprechend regulieren wir auch noch lange nicht die künstliche Intelligenz. Wir sind weit weg von dem, nur schon eine Vorstellung zu haben, wie man Algorithmen, die wirklich ungute Dinge, wir werden nachher sicher einige Beispiele hören, zuletzt nicht auf dem Panel von meiner Kollegin Sibylle Peuker, was das für komische Sachen, ich denke da an Sachen von Profiling bei der Polizei und so weiter, aber von dem sind wir weit weg. Was wir hier, das ist das Universum, unsere Regulierungstasks sozusagen, unsere Taskliste, das betrifft die ganze Sicherheit, das betrifft die ganze Datenpolitik, es betrifft das Arbeitsrecht, es betrifft auch die künstliche Intelligenz, es betrifft die ganzen Infrastrukturen und so weiter. Ich habe euch etwas mitgebracht, hier, das ist ein Zehntel von dem, was wir zurzeit in der digitalen Welt regulieren in Bern. Jetzt denken Sie, ich bin ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass ich hier das in Papier mitnehme. Wenn Sie die User Experience unseres Intranets kennen würden, dann würden Sie verstehen, warum ich hier mit Papier auftauche. Die letzte Session, die Herbstsession, haben wir ein Gesetz rund um Blockchain verabschiedet. In medias res. Das hieß Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register. So sieht so eine Gesetzesfahne aus, die wir beschließen. Da geht man dann durch, Artikel für Artikel und so weiter. In diesem Gesetz haben wir 11 andere Gesetze geändert. Oder Blockchain-Technologie, eine wichtige Vorstufe für alle möglichen Arten von Anwendungen von künstlicher Intelligenz. Da gibt es eben die Moralvorstellung und wir sagen, Geldwäsche ist verboten. Wir sagen, das sind alles Konventionen, die wir haben. Wir sagen, Insiderhandel ist nicht okay. Wir sagen, du musst irgendwie im Schuld- und Konkursfall brauchen wir irgendwie Regelungen, wie dann diese Vermögenswerte dann wieder verteilt sind, weil das Schaffen von kryptobasierter Vermögenswerte bedingt alle diese Sachen, die wir in der sogenannten realen Welt eigentlich auch kennen, und das mussten wir adaptieren. Ich schwöre Ihnen, wir saßen anderthalb Jahre in der Kommission über diesen Gesetzen. Keiner, inklusive ich, hatten nur den blassesten Schimmer, was wir hier tun. Entsprechend war dann auch so, dass sozusagen null Anträge aus den Kommissionen kamen. Normalerweise kommt der Bundesrat mit einer Vorlage und dann kommt der Ständerat und sagt, das und das hätten wir gern anders. Und dann kommt der Nationalrat und das hätten wir gern anders. Hier ist alles weiß. Und warum ist alles weiß hier, da wo sonst steht Nationalrat und Ständerat? Warum ist das alles weiß? Weil wir keine Ahnung hatten, was wir taten. Da kam die Fintech-Branche, hat das im Wesentlichen vorgeschrieben und wir haben dann das halt verzogen. Wir tappen im Dunkeln. Und hier werden Tausende und Abertausende an User-relevanten, an Kunden-relevanten Vorfälle auf uns zukommen mit Betrug. Ich meine, diese ganze Welt, die schreit nach Insiderhandel, die schreit nach Geldwäscherei. Und die schreit nach Betrugsformen aller möglicher Art, wo dann unschuldige Leute, die denken, das sei jetzt eine gute Sache und Bitcoins und weiß nicht was. Und die werden, und weil wir de facto versagen, hier zu regulieren, ist das auch ein Grund, warum unsere Branche und gerade unsere UX-Leute
hier für Aufklärung und möglichst viel Transparenz sorgen und zumindest die Sache verstehen, was da in dieser Blackbox passiert. Weiter haben wir in dieser ganzen digitalen Welt haben wir natürlich neue Businessmodelle, die uns vor Regulierungsherausforderungen stellen. Ich nehme Uber, das ist ein klassisches Beispiel. Oder Uber wird natürlich von unserer Branche bejubelt. Oh, schau mal in 3 Klicks, schau mal, toll, ein Taxi bestellen, coole User Experience. Und wir sagen, das ist Innovation und schaut mal, und das darf man nicht abklemmen. Also, sorry, diese App ist ja wohl nicht Rocket Science, das weiß jeder, der hier zuschaut und hier drin sitzt. Das ist trivial. Das Innovative an Uber ist das Businessmodell. Und das basiert auf Ausbeutung. Und das basiert auf Umgehung bestehender Rechte, bestehender moralischer Konventionen, die da heißen und in den Gesetzen gegossen sind, die da heißen, wir wollen Arbeit, also in den westlich modernen Demokratien, mit anständigen Arbeitsbedingungen und fairen Löhnen. Und genau das umgehen sie und durch das machen sie dann, das ist ihr Businessmodell, das ist das, was so bestechend ist am Businessmodell Uber, aber für uns Regulatoren nicht bestechend ist und auch für die User nicht. Ein normales Taxi, ein Nicht-Uber-Taxi in einem Angestelltenverhältnis, da muss der Taxifahrer muss eine Haftpflichtversicherung haben. Das ist zwingend, das ist obligatorisch. Ein Uber-Taxifahrer nicht. Also wenn ich bei einem Uber einsteige als Kunde, als Nutzer, als User, sagt mir natürlich niemand auf der Plattform, fragen Sie nach, ob der eine Haftpflichtversicherung hat, damit Sie versichert sind, wenn er einen Unfall macht. Das ist unser Job, das nachzufragen und unser Job in der Politik, das zu regulieren. Aber was machen wir? Genf hat Uber verboten, andere Kantone sagen, kein Handlungsbedarf. In Kalifornien ist gerade ein Gesetz angenommen worden, das die Uber-Mitarbeiter nicht unter das Arbeitsrecht stellt. So viel zum linken Kalifornien. Also, und zwar mit großer Mehrheit, war eine Millionenkampagne von Uber, die das gebracht hat. Also, schwierig. Also auch Netflix. Netflix wird in ganz Europa reguliert, insofern, also das Businessmodell, nicht Netflix als solches, indem, dass man sie in die Pflicht nimmt, weil unglaublich viele Ressourcen fließen irgendwie hin zu Netflix und fehlen der inländischen, also gerade die Franzosen betrifft es, die Engländer, für die einheimische Filmproduktion. Jetzt hat man, und die ganzen Umsätze, die fließen ins Ausland, wir haben keine Steuern hier, nichts, wir haben einfach nichts davon. Und das heißt, dass zum Beispiel Frankreich sagt, Netflix muss 4% vom Umsatz in die einheimische, also in die französische Filmproduktion stecken. Ist absolut richtig. Was haben wir gemacht? Ein Streit, jetzt ist es irgendwie 1%, der Ständerat wird es dann vielleicht noch auf 0% machen. Begründung war, jetzt schauen Sie mal, was wir hier irgendwie tun in Bern, es ist absurd. Begründung war, der Staat könne doch nicht vorschreiben, was die Leute schauen sollen. Hä? Wir können Netflix schauen, so viel wir wollen, das hat damit gar nichts zu tun, dass man sagt, so und so viel Prozent vom Umsatz muss in die einheimische Filmindustrie, die bei uns irgendwie darbt, irgendwie fließen, so wie das alle anderen Länder auch machen, konnten wir nicht. Wir sind nicht fähig, die neuen, modernen Businessmodelle zu irgendwie so zu regeln, dass es zu Win-Win-Situationen führt, was ja eigentlich die Idee wäre. Das geht noch weiter im Bereich der globalen Wertschöpfungsketten im transnationalen Warenverkehr. Wussten Sie zum Beispiel, dass wir eine vorgezogene Entsorgungsgebühr haben? Also, haben wir. Und zwar auf allen möglichen elektronischen Geräten, sowohl die Küchengeräte und die elektronischen, also die ganzen Handys und Computer und so weiter. Das macht übrigens, das organisiert unser Branchenverband, die Swico organisiert das. In der Schweiz gibt es eine quasi freiwillige Übereinkunft, dass man diese vorgezogene Entsorgungsgebühr beim Kauf finanziert. Und die Idee dahinter ist, wir haben in unserem Land eine moralische Übereinkunft, dass zahlen soll, wer
verursacht, wer ein Problem verursacht. Die Stoffe in diesen elektronischen Geräten sind extrem wertvoll. Das heißt, die extrahiert man im Recycling. Das kostet viel Geld. Und wir wenden da das Verursacherprinzip an, wie in vielen anderen Umweltbereichen auch. Zum Beispiel ganz in der banalen Entsorgung mit den Sackgebühren, das alles Verursacherprinzip. Ja, jetzt, was ist, wenn ich bei Amazon Deutschland ein Gerät bestelle? Ein Mikrowelle. Das mache ich jetzt. Die haben keine vorgezogenen Entsorgungsgebühren. Jetzt wegen diesem Grenzüberschreiten ein Küchenbauer hier, der in der Schweiz Küchengeräte kauft vom V-Zug, der zahlt eine vorgezogene Entsorgungsgebühr. Der deutsche Firma, die hier kommt, über das Entsendegesetz und eine Küche baut, die zahlt das nicht. Und das hat natürlich zu massiven Unruhen geführt und gefunden, nicht gleich lange Spieße, so geht das nicht und so weiter. Sehr verständnisvoll. Jetzt kommen wir, da, Regulator, Problem, was machen wir? Hoho, da kommt die Zollverwaltung und sagt, ja, das geht, das ist viel zu kompliziert. Oder wenn jetzt man an der Grenze zum Beispiel das Paket abholt und dann der Zoll stichprobenartig kontrolliert, bei der Mehrwertsteuer kann es, wenn es um Bücher geht, geht es auch. Aber hier, oh nein, das ist viel zu kompliziert. Und schauen Sie sich mal die Herausforderungen an, was man dann bei Amazon hinschreiben müsste, bei Amazon Deutschland. Also Amazon kommt jetzt ja dann in die Schweiz, dann haben wir das immerhin so. Was steht denn da? Da muss der Deutsche weniger zahlen als der Schweizer. Also das ist ein echtes UX-Problem über den ganzen Wertschöpfungsprozess, den wir zu lösen haben, oder auch am Zoll, oder das ist, und auch die unterstützende Software am Zoll und auch die User Education am Zoll oder über diesen ganzen Prozess, das sind Challenges, und weil wir es nicht können, versagen wir und sagen, oh, da machen wir halt einfach nichts, ist ein bisschen kompliziert. Also wenn wir so gedacht hätten, wären wir nie auf dem Mond gelandet. Jupp. Also wir haben eigentlich ein Politikversagen im großen Stil und wir befinden uns wirklich hier wirklich so in einer Blackbox und wir tappen wirklich im Dunkeln, wir verstehen das nicht, wir verstehen die Prozesse nicht. Wenn man über Geoblocking redet, auch eine wichtige Regulierungs-Issue, wenn wir über das reden, da wissen 99% der Leute in Bern nicht, was das ist. Das ist okay, ich tue das nicht monieren. Ich stelle es einfach fest, oder, dass wir hier in einem Bereich sind, wo einfach der Durchblick unglaublich schwierig ist und nationale Regulierungen und globale Tätigkeiten einfach sich sehr, sehr beißen. Und was tut aber die Politik dafür? Sie versteift sich auf Nebenschauplätze. Da, wo sie es kann, da findet sie, ha, was, die SBB sammelt Daten über Reiseverhalten. Datenschutz, Datenschutz. Oder Migros sammelt Daten mit ihrer Cumulus-Karte über Einkaufsverhalten. Oh, Datenschutz, Datenschutz. Und da reguliert sie dann. Obwohl diese Daten gesammelt werden, um real eine bessere UX zu bekommen. Ich bin doch froh, dass ich wegen Migros Cumulus keine Werbung für Pampers bekomme. Oder? Weil, was will ich mit Pampers? Also, oder verstehen Sie, was ich meine? Es ist wirklich schwierig, dass man die Reisestrecken optimieren kann als SBB. Dafür braucht man irgendwie diese Daten. Aber da schreien wir dann und nehmen aber in Kauf, dass Google, Facebook, ihr wisst, alles über uns wissen. Und da, wo es sehr transparent ist, da haben wir dann wahnsinnig Mühe und verhindern so eben eine gute, bessere User Experience. Und wieder meine Ausgangsfrage, wo ist der Ort der Moral? Wo ist das, die Regelung über richtig und falsch und gut und böse? Wir bringen es in unserem Kernbereich nicht in der Politik. Und deshalb würde ich sagen, geschweige denn davon in der künstlichen Intelligenz oder in den Ansätzen von Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Und da ist einfach, da muss die IT-Branche und die UX-Branche wirklich übernehmen, weil das ist die einzige
Das sind die einzigen Leute, die da mithelfen können, dass das Ganze und ethisch, also diese ganze digitale Transformation, wenn man es so nennen will, in einigermaßen ethisch korrekten Bahnen abläuft, weil wir können es noch nicht. Danke.